Hardcore Gamer Production. Hallo Guys, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ich bin Zoll. Ich bin der Roxanne. Und wir haben in der letzten Folge das Wunderland betreten. Es ist so herrlich. Und wir haben schon den Hasen auf Koks gesehen. Mal sehen, was... Das und sind eine Menge 10.000 Türen. Das sind eine Menge Türen. Immerhin, Sicherheitsvorkehrungen können sie. Ja, also das erinnert mich irgendwie an Ark. Da kannst du das ja auch machen, dass du irgendwie mehrere Türen hintereinander baust und so. Ne? Deswegen, ja. Oh, guck mal. Oder an deinem Rust... Wir sind ein wenig groß. Nein, nein, das kommt nur so vor. Okay. Wenn du das sagst, Alter, ist das. Sind wir gigantisch? Ist hier vielleicht noch Kaninchenbau? Ja, ist hier vielleicht hier noch. Hier ist nichts. How did he get so small? No, you're simply too big. Ach so. Und es gähnt. Er hatte immer die besten Sprüche drauf. Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, what do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle? Over there. Okay. Was ist das? Das ist ein bisschen tricky, was hier gerade abläuft. Da, Matrix. Blaue Kapsel, grüne, rote Kapsel. Für was entscheidest du dich? Für die blaue, okay. Ich bin klein. Unbedeutend. So, lustig ist jetzt, dass man hier wieder jetzt auch jede Menge Klamotten finden kann. Da vorne sieht man zum Beispiel schon eigentlich ein Päckchen. Und die Herzlosen sind wieder auch natürlich am Start, um uns das Leben so schwer zu machen, wie es nur geht. Aber erst seitdem wir klein sind, diese kleinen Pisser, ne? Als wir groß waren, haben sie sich nicht getraut. Ja, ja. Da haben sie gesagt, oh, die Riesen, die sind viel zu mächtig für uns. Der ist mir zu groß. Und jetzt, haha, ihr seid auf meine Größe. Jetzt können wir uns mit euch anlegen. Nur sind wir ein bisschen zu klein geraten. Schwierig. Ach du Scheiße. Neue Herzlose. So Magiebuben. Na toll. Aber ein bisschen umständlich finde ich gerade die Magie verteilt. Also, dass der immer wieder. Ja, ich glaube, du kannst das aber auch noch auf den Schnellkey verlegen. Ah, okay. Sicher bin ich mir aber nicht. Und schon haben wir wieder die 1000 Taler voll. Ah, diese Seifenblasen, das ist jetzt quasi Magie. Ah, okay. Ey. Huha, hu. Der Soundtrack im Hintergrund. Los, mach es platt, endlich! Ich bemühe mich ja! Aber es lässt mich nicht, weil dumm so. Ich stolper gerade wieder in die Spawnpunkte rein. Natürlich. Hat er sich versteckt hinterm Sessel, die dumm Sau. Ja, Goofy und Donald kriegen richtig einen auf den Sack, was? Ja, gut, dass wir ihnen nicht so viele Items an die Hand gegeben haben. Ja. Ja, sag ich ja, also so viel Nostalgie schon allein wieder, ne? Ja, ja. Es wird ja so, als würde man gerade wieder einen Film gucken. Waren eigentlich Lilo und Stitch jemals Disney? Ja. Ja, ne? Ich glaube aber hier in Kingdom Hearts 1 wirst du keine Welt mit denen betreten. Ich bin mir aber nicht sicher. Dafür in 2 oder wie? Ich glaube. Ich weiß zumindest, dass im Birth by Sleep was dabei ist. Was ist das? Kann ich da rein? Nein. Ist ein Topf. Egal, aufgemalter Topf. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal durch. Ah, guck mal hier. Da hätten wir auch noch was drin. So ein Symbolchen.
Dann probieren wir unser Glück mal. Guten Tag, aufwachen. Diese Drecksau. Ah, okay, dann haben wir dem Spiel quasi schon vorgegriffen. Warum? Weil wir ja hier das Bett reingeschoben haben und dadurch ist das hier frei geworden. Dann ziehen wir halt dadurch weiter. Mir doch egal. Puh. Da kennen wir ja nichts, ne? Ach, guck mal, da ist er wieder. Ab mit dem Kopf! Da ist er wieder. Der Hase auf Koks. Er stirbt gleich in meinem Herzinfarkt. Guck mal, der hat auch total rote Augen. I'm on trial. But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. Die Augen. This girl is the culprit. There's no doubt about it. Ja. And the reason is because I say so, that's why. Ja, okay. So okay. guter Richter. Have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so mean. Silence! You I kill you! Das musste so kommen. Das war voll die Steilvorlage, ey. Yes, we should help her out. Aber wusstest du, dass das war das erste, also eins der ersten Memes, die entstanden sind? Was denn? Silence! I kill you! Dieser Totenschädel. Das ist kein Meme, das ist viel schlimmer. Das ist die erste Figur von Jeff Dunham. Ja, aber das wurde auch dann später als Meme eingeführt. Ach so. Und das war sozusagen der Anbruch der Memes zu der Zeit. Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Bringt mir Beweise, für Alice ist schon schuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen. Ich liebe diese Dame. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Ja. Damit sind wir in der Beweispflicht. Damit sind wir in der Beweispflicht, weil das ist wie in Amerika. Du bist so lange schuldig, bis du bewiesen hast, dass du nicht schuldig bist. Was geht hier ab? Ah, Speicherpunkt. Sehr schön. Wo kommen wir denn lang jetzt hier? Ich gehe mal hier hoch und guck mal, ob ich irgendwie auf die Hecke rumjumpen kann oder so. Sprech ihn mal an. Was zur Hölle? Ja, das ist alles aufgemalt. Vor euch sitzt ihre königliche Majestät, die Herzkönigin. Was sagst du, Bob? Geht und sucht Beweise für ihre Unschuld, okay. Lasst die Königin nicht warten, doch. Hast du was? Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen und auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Ja. Übrigens, merkst du, wie Goofy Donald andauernd vorstellt, weil man genau weiß, den versteht sowieso keiner. Ja. Ah, warte, da geht's weiter, glaube ich. Oh, das ist aber ein gemein versteckter Dingens. So, ich habe keine Ahnung, was für Beweise wir hier suchen sollen. Wir sind in einem finsteren Wald, was mir nicht gefällt. Die Grinsekatze. Die wird sich garantiert mit Remy gut verstehen. Mhm. Magic Trick. Ohne Scheiß, sie ist der Joker. Wer bist du? Der Joker. Wer wohl? Arme Alice. Bald verliert sie ihren Kopf. Dabei ist sie völlig unschuldig. You don't say. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Was macht Donald da? Hyperventiliert der gerade, oder was? Nicht auflegen. Nicht auflegen. Nicht auflegen. Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Warte, ja, warum müssen alle in Rätseln sprechen? Sie haben den Wald verlassen. Sie haben den Wald... Nein, ich habe ihn gerade betreten, da möchte ich widersprechen. Aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke, es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig, es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir ihr trauen? Weiß ich nicht. Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Kannst du bitte aufhören aufzutauchen und zu verschwinden? Du machst mich voll kirre mit der Scheiße. Ein Jedi. In seiner Perfektion. Wow, was geht hier ab? Leute,
weitere Herzlosen. Natürlich, natürlich. Aber hörst du die Kampfteam-Mucke? Ja. Das ist quasi eine andere als den Traverse Town, ne? Ja, klar. Sag ich ja. Das, das passt sich ja immer zur Welt an. Genau, das fand ich übrigens auch nett gemacht von den Entwicklern. Kleines dass die einfach, Gimmick, aber dass die, große dass die, Wirkung. Dass die einfach jeder Welt eine eigene Kampfmelodie spendiert haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar die originale Musik von damals, ja. Nur halt abgeändert. Ja, also es ist, glaube ich, eine Mucke aus Alice. Mhm. Untersuchen. Gib mir Potion, dann schenke ich dir Größe. Ah, okay, das brauchen wir später. Damit sich halt jede Welt wirklich einzigartig anfühlt. Ja. Und das finde ich auch eine richtig geile kleines Stilmittel. Weil ja, heutzutage macht das viele Spiele nicht mehr. Ja, aber wenn du überlegst, ne, Skellige wirkt zum Beispiel auch so viel anders als als Novigrad und als Velen. Ja. Was ist hier los? Gib mir Ether. Ja, damit muss ich aber noch gucken, weil den habe ich nicht. Ach guck mal, blaues Trio-Symbol. Und eine Ich glaube, diese Geschenkkisten, das sind die Beweise. Weil ich habe gerade eine um die Ecke gesehen. Das werden wir jetzt erfahren. Wenn das so ist, dann wissen wir auf jeden Fall, wo ein anderer Beweis ist. Nämlich in der in diesem Anfangsraum, wo man schrumpfen kann. Ist Donald tot? Ah, der wird aber gleich wiederbelebt. Öffnen. Beweis, Fußspur. Ja, okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wo eins der anderen Dinger noch ist. Triotech! Das kann dann auch passieren, dass du einfach mal so ein paar Items geschenkt kriegst. Na guck, da haben wir schon mal den Ether. Den wir ja auch später brauchen. Boah, boah, boah. Gib mir Zeug, ich brauch Zeug. So, was willst du haben? Potion. Item. Geben wir ihm mal eine. Blume! Muss ich ihm mal an Dings... Okay, die geben dann sowas. Yep. Ja, ist es. Okay, schwierig. Sehr schwierig. Was ist denn hier schon wieder los? Technische Schwierigkeiten halten an, oder was? Technische Differenzen, Leute. Weißt du, es ist heute nicht so warm. Dafür kommt... Ey, ist dir aufgefallen? Bei der Bullenhitze hatten wir keine technischen Schwierigkeiten. Und jetzt wieder... Der will einen Ether haben, warte mal. Dein PC ist, glaube ich, aufgebaut, dass er extreme Hitze mag, und wenn es ein bisschen kälter ist, unter 20 Grad, dann sagt er, nö, dann dreht er direkt durch, weil er eine dumme Sau ist. Ist mir zu kalt. Ich weiß jetzt, woher dein PC kommt. Aus der Karibik, irgendwo näher am Äquator. Er braucht es schön warm. Das ist möglich. Ja, genau, schlagen wir erstmal. Hier hast du Ether. Blume! Okay, warte, was kriegen wir da? Oh, Camper-Set! Und jede Menge Leben. Die Blume, die uns Größe gibt, die will ich zuletzt machen. Ich will mal gucken, was wir hier dann noch haben. Also die gibt uns Größe. Was ist mit dir, pompöser Blume hier hinten? Was gibst du uns? Upsa. Erstmal Angriff. Donald! Lass die Blume zufrieden! Donaldo, warum machst du das? Dieser Mann ist so zornig! Aber ich finde das lustig, wie der Originalsprecher von Donald Duck damals ihn eingesprochen hatte. Der sich ja irgendwie Was aber viel lustiger ist? Hm. Ah, der will auch einen Ether. Jetzt hab ich auch einen Ether. Ja, ich hab mir noch einen reingelegt. Ja, hast du gerade eben verballert. Tauschen. Ether! Blume! Ja, raste doch aus. Gibst du mir eine. Ach, die hat mir wieder Items gegeben. Wo ist es denn da? Noch ein Camper-Set. Jetzt meinen sie es aber gut mit mir. Hey! So. Ist jetzt wieder Ruhe hier? Okay. Hier kann ich doch garantiert irgendwie drauf. Ah, guck mal, hier ist der nächste Beweis. Zwei Stück haben wir. Ja, und der vierte, Stachel. Wo er meinte, dass das extrem schwierig ist, müssen wir bestimmt ganz zurück und den dann... Ja, nehmen. Ja, das ist der bestimmt. Und da oben war noch der letzte. Der dritte. Ah, da kommen wir nicht hin, okay.
Hast du es gesehen? Geh nochmal hoch und dann links jetzt von dir. Da oben. Oder? Täusche ich mich da gerade? Nee, da täuscht du dich, glaube ich. So, warte, geh mal auf den Pilz da. Auf den kleineren Pilz und dann versuch's mal. Gedrückt zu halten, dann dran. Warte. Jetzt. Du weißt ja, wenn du gedrückt hältst, springt der höher und länger. Ja. Da haben wir auf jeden Fall schon wieder eine besondere Truhe. Oh, das war aber eng. Können wir nur mit dem Kniebeleid öffnen, bestimmt. Ja. Oh, der 16., der 17. und der 18. Welpe sind nach Hause gelaufen. Wir haben die ersten Welpen gefunden. Was willst du denn? Zum Gruß, zum Essen. Ah, okay. Du kannst noch weiter schrumpfen, oder was? Nee, die muss ich essen, wenn ich schrumpfen will, wahrscheinlich, glaube ich. Ach so. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gehen wir mal eben hier die ganzen Dinger auch ab, weil hier oben warten ja auch so die eine oder andere Truhe auf uns. Oh! Hat der mich jetzt erschrocken, Alter? Was kriegen wir hier? Ah, wieder ein Luzidsplitter. Nichts Außergewöhnliches. Da, siehste, man... Komm ich da wohl rum? Schwierig, aber machbar. Toll, war klar. So, warte mal, ich lass mich mal groß zaubern. Ich will wissen, was dann passiert. Also, beziehungsweise, ich will wissen, wo ich dann drankomme. Item. Potion. Blume! Ich fühle mich so groß, so riesenhaft. Was ist los? Jetzt kannst du auch dieses Teil da essen. Untersuchen. Willst du nicht einen Sprung wagen? Okay. Tschö. Ah, okay, damit habe ich den runtergemacht und habe hier die hochgemacht. Ja. Interessant. Untersuchen. Los, dreh mich, wird's bald. Wie denn? Aufschlagen. Nee, will er nicht. Nochmal. Ich bin ja so lecker. Neben. Ja, damit schrumpfe ich dann wieder wahrscheinlich. Sag ich ja. Damit kann man wieder schrumpfen. Ja, aber es tut kein Umbruch, weil du kannst jetzt da drauf wieder und dann, was du da ausgelöst hast. Ich kann ja wieder das andere Ding noch wieder nutzen und dann kann ich wieder groß werden. Ach, guck mal. Nein, ich meine, du hast einen Weg jetzt aufgemacht, genau. Zum Wohnzimmer und wahrscheinlich kommst du dann zum vierten. Ja. Hier, wie heißt es? Da sag ich doch. Da. Da, hier kommst du zum Hinweis. Gut, dann haben wir den auch schon mal abgehakt. Damit haben wir drei. Geruch. Wie kann man Geruch. Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Du kannst den anfangen. Ja, aber in eine Kiste. Ach, ist auch egal. Ja, in eine Kiste geht auch. Ich glaube, wenn wir den anderen nehmen, dann kommen wir wieder noch woanders hin. Warte mal. Kann ich mich eventuell wieder groß machen? Bestimmt. Wenn du die rote Pille nimmst, also hier die rote Scheiße. Ja, da hast du aber ordentlich einen Schluck genommen jetzt hier. Okay. Weil was mich jetzt interessiert ist, kann ich irgendwie auch was wieder rausholen hier? Anscheinend nicht. Nee, ich kann auch nur das Mittelchen hier anvisieren. Dann ist das vielleicht später möglich. Gut, dann können wir das hier also abhaken. Ja, wo wird wohl der vierte Hinweis sein? Eine berechtigte Frage. Ja, guck dich mal hier um in dem Saal. Guck mal kurz, ob du noch was findest. Ja, hier waren ja nur die beiden Kisten oben drauf. Da oben habe ich noch eine. Hier habe ich keine. Dann hier haben wir noch welche. Ja, da musst du ja auch irgendwie hinkommen. Ja. Fraglich ist wie. Da kommst du bestimmt durch irgendeinen lustigen Weg hin oder so. Also das muss im Lotushain noch was sein. Da haben wir ja auch noch den einen Weg. Eventuell ist es wirklich der. Der hier in der Ecke. Weil hier oben ist ja auch so ein Loch da drin da. Mhm. Würde ich jetzt so sporadisch sagen. Aber nicht mehr heute. Nee, nicht mehr heute. Wir sagen nämlich an dieser Stelle see you guys und schaltet wieder an, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.